In knapp 3 Jahren vom Zweitligist zum Dauergast in Europa. Union Berlin ist auf dem besten Wege, sich erneut fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Und das ist kein Zufall, denn die Verantwortlichen wollen weiter in den Verein investieren und ihn größer machen. Sportlich sind sie in der Hauptstadt ja sowieso schon die Nummer 1. Stellt sich die Frage, mausert sich Union in der Bundesliga in den nächsten Jahren vielleicht auch zum Big City Club? Darüber spreche ich jetzt mit Vereinslegende Tusche Thorsten Matuschka. Ja, es ist ja schon wirklich krass, wie Union Berlin sich in den letzten 3 Jahren entwickelt hat. Trotz Abgängen in dieser Saison von Andrich, Friedrich, Kruse könnten sich die Hauptstädter erneut für Europa qualifizieren. Erstaunt mich, dass mir noch niemand gratuliert hat. Ja, nur immer mit der Ruhe, lieber Urs. Noch sind es 3 Spiele, aber vielleicht können wir dir dann gratulieren. Denn Union hat ja wirklich dieses Jahr beste Chancen, sogar die Europa League zu erreichen. Letzte Saison Platz 7 und die Conference League. Dieses Jahr sind sie in der Pole Position um Platz 6. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, kann sich Union langfristig in den Top 8 der Bundesliga etablieren? Ab mit euren Meinungen in die Kommentare. Und wenn ihr da unten schon rumlungert, Freunde, ihr wisst es, dann abonniert doch den Kicker-Kanal und aktiviert die Glocke. Denn auch wir wollen uns etablieren, Freunde, und zwar hier auf YouTube zur neuen Saison. Auch dann mit einigen neuen Formaten. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ja, für einen Union-Schwerpunkt braucht man natürlich einen, der diesen Verein atmet. Und das tut er auf jeden Fall. 9 Jahre hat er für die Eisernen gespielt und heute kennt ihr ihn natürlich als Zweitliga-Experten bei Sky. Thorsten Matuschka, moin. Moin. Ja, im Gegensatz zu dir ist Union ja aktuell aber mal ganz weit von der zweiten Liga entfernt. Ich glaube, da hast du nichts gegen, oder? Das ist genau richtig so. Also hab da nichts dagegen, dass sie aktuell international spielen würden, was natürlich der blanke Wahnsinn wäre, wenn wir als Unioner international fahren dürften wieder nächste Saison, dann würde ich mir natürlich versuchen, mal wieder 1-2 Spiele rauszupicken, wo ich mit dabei sein darf. Ja, sicher. Ich meine, dieses Jahr, wenn es richtig gut läuft, halt sogar auch nochmal eine Liga höher europäisch. Ne? Aber wir gehen das Ganze mal ein bisschen chronologisch an. Deshalb gucken wir später auf die unmittelbare sportliche Aktualität. Anfangen wollen wir nämlich bei der wirklich bemerkenswerten Entwicklung der letzten 3 Jahre. Erst der souveräne Klassenerhalt 2020, dann Platz 7 und die Conference League. Und jetzt hat man wirklich beste Chancen auf die Euro League. Was meinst du, Thorsten? Gibt es ein Erfolgsgeheimnis? Siehst du eins? Ganz klar Urs Fischer und sein Trainerteam. Also was sie seitdem Urs Fischer da ist, geleistet haben. Erstes Jahr Aufstieg, jetzt 3-mal hintereinander souverän in die Liga gehalten. Das war immer das oberste Ziel. Plus, du hast es ja schon angesprochen, letztes Jahr Platz 7, Conference League, unfassbar. Und dieses Jahr sieht es aktuell sogar noch besser aus. Also, obwohl das nicht der Maßstab sein darf von Union. Natürlich freut sich jeder im Umfeld, wenn es dann wirklich international wird. Weil du natürlich nochmal ganz andere Gelder generieren kannst. Was wichtig ist für den Verein, dass du Geld einnimmst. Aber damit zu rechnen und die Erwartungshaltung so zu stricken, dass man jetzt jedes Jahr international kommt, ich glaube, ja, da ist man fehl am Platz. Aber wir nehmen es natürlich gerne mit. Und Fakt ist aber auch, wenn Union Berlin international kommt, dann haben viele Mannschaften ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Also ehrlich muss man ja auch sein. Ja. Also Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, Hertha BSC, alle wie sie heißen, die andere Ziele hatten, kann man ja mal gucken, wo sie sind. Und von daher, ja, macht das Urs Fischer mit seinem Team sensationell und das Team. Und ja, man kann als Unioner, wenn man Rot-Weiß im Herzen hat, einfach nur brutal stolz auf diese Mannschaft sein. Auf jeden Fall. Klar, der Maßstab ist es jetzt noch nicht, da jedes Jahr international mitzuspielen. Dennoch ist es schon ganz interessant, da wollen ja wir heute auch ein bisschen drüber sprechen, dass ja, der Verein schon sagt, wir wollen weiter investieren, wir wollen Union Berlin größer machen. Das ist zumindest das Signal, was sie aussenden. Und interessant ist ja wirklich, es gibt Abgänge in dieser Saison, aber mal richtig saftige. Ne? Andrich vor der Saison, dann in der Winterpause Kruse und Friedrich, die haben ja wirklich beeindruckend verkraftet. Also man hat da wirklich eine unglaubliche Kaderbreite auf Bundesliga-Niveau. Trotzdem kann Union diese Verluste auch auffangen, weil das System und die Vereinsphilosophie mehr Bedeutung haben als jetzt die Qualität einzelner Spieler? Definitiv. Also ich glaube, in den ganzen Kader der letzten Saison wurde extrem viel
auf Mentalität gesetzt. Auf Spieler, die es vielleicht woanders nicht geschafft haben, nicht geschafft in Anführungsstriche, die hat man dazu geholt. Oft ablösefrei. Und die Jungs fühlen sich dann extrem wohl in Berlin, bei Union Berlin, mit dem Trainer, der extrem empathisch ist, immer einen brutalen Matchplan hat für jeden Gegner, einen großen Kader hat, aber den komplett bedient. Siehe jetzt das beste Beispiel Behrens, ja, der, glaube ich, viele Spiele nicht mal eine Minute bekommen hat. So kommt rein und macht das entscheidende Tor. Und das ist das Zeichen, dass, wenn die Jungs die Minuten bekommen, auch wenn es nur 3, 4, 5, 6 Minuten sind, dass sie einfach brennen. Und Union ist, glaube ich, in dieser Liga mit der unbequemste Gegner, unangenehmste Gegner. Ich glaube, da könntest du in jeder, ja, alle 17 anderen Bundesligisten fragen, die sagen alle, Mann, Union Berlin, boah, das ist schon viel, viel Arbeit in den 90, 92, 94 Minuten. Und genau das ist der Weg. Wir sind ein Arbeiterverein. Jetzt ist Grischa Prömel, verlierst du den nächsten, leider ablösefrei, weil für die alle drei anderen hast du, glaube ich, 15 bis 16 Millionen bekommen. Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist für Union Berlin so viel Geld. Deswegen hat man das auch dann, glaube ich, gemacht. Andrich wäre ja sonst nächste Saison ablösefrei gegangen. Da hat man Geld generiert. Friedrich wäre auch, hätte auch nicht verlängert, hat man Geld generiert. Und Max Kruse genauso. Ja, also das ist der Weg. Aber ich glaube nicht, dass Urs Fischer immer glücklich ist mit den ganzen Entscheidungen. Ja, klar. Wichtigen Spieler abzugeben und seine Achse zu verlieren. Aber er schafft neue Achsen, ne? Und dann gibt es eben andere Spieler, die in die Bresche springen. Bestes Beispiel, wie blüht ein Geraldo Becker auf, seit Max Kruse nicht mehr da ist, ne? Und das zeichnet Union dann wirklich schon aus. Und da steckt ein klarer Plan auch in der Transferpolitik. Und dieser klare Plan, der strahlt sich dann runter bis auf den Platz. Den kannst du natürlich aber auch nur durchziehen mit entsprechenden Mitteln. Und jetzt habe ich gestern mit Kicker-Reporter Jan Reinhold telefoniert. Schöne Grüße. Und der hat es auch nochmal gesagt. Ne? Union hat im Gegensatz zu anderen Clubs in der Corona-Krise investiert in Spieler, in Immobilien, in Marketingrechte als Konzern Union Berlin. Dadurch sind die Verbindlichkeiten gestiegen. Präsident Dirk Zingler sagt, das ist alles durch Vermögenswerte gedeckt. Dennoch, man geht natürlich auch ein gewisses Risiko für die Zukunft ein. Zeigt das für dich, dass Union sich langfristig als Top-8-Club in der Bundesliga etablieren will? Ach, ich glaube nicht, dass das Ziel ist. Ziel sollte sein, so lange wie möglich erste Liga spielen zu können in Köpenick. Das ist, glaube ich, und sollte das Hauptziel sein. Wenn es dann am Ende unter den Top 8 ist, ist es natürlich sensationell. Jahr für Jahr, darüber brauchen wir nicht reden. Ja? Aber dafür brauchst du auch Kontinuität, auch im Kader. Und das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe. Wenn du als Trainer, als Trainerteam deine Achse nach einem Jahr oder anderthalb Jahre immer verlierst, fängst du irgendwann wieder bei Null an. Und so kannst du dich dann als Mannschaft schwer weiterentwickeln, weil du dann erstmal wieder neue Spieler finden musst, die genau in diese Achse reinwachsen. Und natürlich hat man jetzt Max Kruse oder Friedrich aufgefangen. Aber, wie gesagt, im Sommer geht Grischa Prömel. Verlierst du ablösefrei. Kannst sie nicht binden. Ja, das ist auch so ein Thema. Versuchen, vielleicht auch da mal an die Kotzgrenze zu gehen, was das Gehalt betrifft, dass man so einen Jungen vielleicht mal versucht zu halten. Sicherlich werden sie es probiert haben. Aber dass man vielleicht um so einen Spieler drumherum nochmal eine neue Achse bildet. So, da musst du wieder jemand Neues finden. Es kann sein, dass Geraldo Becker, hast du angesprochen, natürlich durch den Abgang von Max Kruse jetzt mehr Spielzeit bekommt, es gut macht. Aber auch der, lass dir nochmal 3 Tore schießen, kann im Sommer weg sein für 5, 6, 7, 8 Millionen. Ja, wenn sie die Euroleague erreichen, dann hat er zumindest auch sportlich Argumente, da zu bleiben. Ne? Und das ist ja eben das, was ich meinte. Ne? Der Verein will investieren. Das ist ja so ein bisschen die Weiterentwicklung gerade. Ne? Und er hat es gesagt, Dirk Zingler, sie wollen Corona als Chance begreifen, mit den Investitionen einen Rückstand nach oben aufzuholen. Und da kann ich jetzt mal so ein spannendes Zitat aus einem Interview, wo er gesagt hat, wir schaffen durch die Aufnahme von Krediten Vermögen. Wir sind bereit, Verbindlichkeiten zu tragen. Damit haben wir null Probleme. Ich weiß, dass neumodern von Nachhaltigkeit und Schuldenfreiheit erzählt wird. Das sind alles Themen, mit denen befassen wir uns nicht. Wir befassen uns nur mit einem Thema und das heißt sportlicher Erfolg. Ja, und im Vergleich zu Hertha haben sie dieses Geld halt bisher klug investiert. Traust du Union die Rolle, die Hertha eigentlich innehaben will, als immer viel zitierter Big City Club, mit der internationalen Strahlkraft auf lange Sicht, sprechen wir jetzt mal über die nächsten 3 bis 5 Jahre, wenn sie die Liga halten, weiter klug investieren? Glaubst du, dass das wäre möglich? Ich hoffe es natürlich, dass es möglich ist. Die Frage ist, wie lange erhältst du auch einen Urs Fischer in Köpenick? Ja, das ist auch die Frage. Es kann ja auch mal kommen, okay, es funktionieren ablösefreie Wechsel.
aus einer unteren Liga, wo es ja oft so war bei Union, dass die Jungs vielleicht mal nicht funktionieren, weil dann andere Vereine und andere Mannschaften ihre Hausaufgaben besser machen und dann finanziell, aber auch im Kader, was die Qualität betrifft der einzelnen Spieler, sicherlich über Union stehen müssten. Das ist ja schön im Fußball, dass das ja nicht immer das Entscheidende ist, dass ja oft ja, die Gruppe, die Einheit zählt, das ist ja das Schöne. Das wäre ja sonst langweilig. Jetzt in den letzten Jahren, gerade Bundesliga, läuft es sensationell, einfach sensationell. Und da hat natürlich auch Dirk Zingler einen riesen Anteil. Seit 2004 ist er da und es geht gefühlt nur nach oben. Vielleicht mal ein kleiner Stillstand, aber immer nach oben. Ja? Und da sieht man, dass da wirklich tolle Arbeit geleistet wird. Frage ist, wie geht man um, wenn es mal nicht mehr so läuft? Und wie gesagt, da finde ich, dass man sich auch nur weiterentwickeln kann als Mannschaft, wenn man, wie gesagt, gerade die wichtigen Spieler versucht zu halten. Vielleicht sollte man bei wichtigen Spielern da vielleicht mal an die Grenze gehen, um das Drumherum besser aufzubauen und da eine Konstanz reinzukriegen. Und dann ist man nur noch auf einem guten Weg. Ja, aber ich glaube, man will sich genau dahin bewegen, ne? Auf Dauer eben den Spielern dann auch zum Beispiel mehr Gehalt bieten zu können. Deswegen wird ja investiert, um weiter den Verein nach vorne zu bringen, auch auf finanzieller Ebene. Man hat den Umsatz gesteigert, aber gleichzeitig, das muss man dann eben natürlich auch dazu sagen, die Verbindlichkeiten sind hochgegangen, auch der Verlust. Das ist natürlich aber auch Corona-bedingt, ganz klar. Aber Dirk Zingler kündigte weiter Investitionen an von weit über 100 Millionen Euro ins Nachwuchsleistungszentrum, in die Stadionerweiterung auf 37.000 Zuschauer. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, da gibt es ja gerade mit der Anbindung gibt es da Probleme. Aber eben soll weiter auch in den Profikader investiert werden. Der Verein, das muss man auch dazu sagen, steht ab und zu in der Kritik wegen fehlender Transparenz, was jetzt die Herkunft und die Verwendung der Mittel angeht. Trotzdem, ja, Union macht schon ernst. Ich glaube, das kann man schon sagen, was die Zukunft angeht. Du hast es jetzt angesprochen, es hängt natürlich auch viel damit zusammen, was den sportlichen Erfolg angeht, was den Verbleib in der Liga angeht. Und wo wir jetzt schon so viel in die Glaskugel geguckt haben, dann lass doch mal auf die Aktualität schauen nochmal. 50 Punkte, das ist schon jetzt die Ausbeute der Vorsaison. Und jetzt ganz einfach, das wollen jetzt natürlich alle von dir wissen, Tusche. Packen Sie dieses Jahr Platz 6? Schaffen Sie die Euroleague? Ich sag ja. Klar, du hast morgen ein ganz schwieriges Spiel, weil jeder erwartet von dir einen klaren Heimsieg in Kräuter Fürth, die aber in den letzten Wochen ja, trotzdem gerade auswärts sehr, sehr stabil verteidigt haben. Gepunktet haben, natürlich wenig gewonnen haben. Klar, sie haben jetzt dann zu Hause verloren gegen Leverkusen, aber das ist natürlich auch eine Mannschaft mit viel Qualität. Sie haben natürlich auch ja, dumme Fehler gemacht zu Gegentoren. Das passiert dann halt auch im Fußball. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass wir morgen das Spiel irgendwie gewinnen. Mir ist das völlig egal wie. Mein Tipp ist 2-0. Das wäre geil, dann hättest du 53. Fährst nach Freiburg. Das ist dann nochmal so ein Spiel, wo du nicht verlieren solltest. Ja, aber Freiburg wirkt auch sehr, sehr stabil als Mannschaft. Also da ist auch eine richtig geile Einheit. Das wird ein sehr schönes Spiel. Und hast dann nochmal zu Hause, ja, im letzten Heimspiel VfL Bochum, wo du mit den Fans im Rücken, ja, da vielleicht alles klar machen kannst, dass du international kommst. Und wenn ich daran denke, boah, ich möchte ja gar nicht vorstellen, was da los ist nach dem Spiel. Wenn dann die Trikots rauskommen, die Nickys, Europa willkommen oder wie auch immer, was es da für Schriftzüge geben wird wahrscheinlich in den T-Shirts, was dann in Köpenick los ist. Also ich hoffe, dass wir dieses Endspiel haben gegen Bochum zu Hause, das Spiel irgendwie gewinnen und dann sind wir nächstes Jahr wieder richtig geil und international unterwegs mit Bratwurst und Bier und ich bin gern dabei. Sehr schön, Freunde. So, es wäre jetzt eigentlich schon das perfekte Schlusswort dieses Segments, aber da würde ich jetzt auch nochmal kurz einsteigen, weil ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie das letztes Jahr schon explodiert ist, natürlich auch maximale Dramatik mit Max Kruse in der letzten Minute, das Tor zur Conference League. Man stelle sich vor, jetzt erreichen sie die Euroleague. Ja, da könntet ihr ordentlich Spaß haben im Stadion. Und ich meine, zwei Heimspiele sind noch mit dabei und das wirklich nochmal eine krasse Statistik. Union hat von den letzten 31 Heimspielen ja nur zwei verloren und das war gegen den BVB und gegen Bayern. Also unglaublich heimstark und ja. Unter anderem auf das angesprochene Heimspiel gegen Fürth und andere Spiele des 32. Spieltags schauen wir jetzt in... Das schnelle Orakel ist natürlich am Start und hat... Wie schon letzte Woche, was ganz Feines von Tipico Sportwetten für euch. Und zwar eine Wette ohne Risiko. Mit dem Bonuscode KICKER10 könnt ihr euch bei Tipico Sportwetten eine Risk-Free-Bet über 10 Euro sichern. Heißt, wenn ihr sie verliert, bekommt ihr euer Geld auf jeden Fall zurück. Für mehr Infos klickt den Link in der Beschreibung.
Ja, und die Quoten seht ihr hier jetzt auch schon mal eingeblendet. Und so wie wir dich kennen, Tusche, ist ja klar, auf wen du beim Spiel Union gegen Fürth wetten würdest. Union Kräuter Fürth, eine klare 1, 2-0 Union Berlin. Hast du Wetterfahrung? Ich habe schon mal gewettet, klar. Ein bisschen kenne ich mich aus, aber nicht so oft und nicht so viel zum Glück. Wie ist die Bilanz? Das wollen jetzt natürlich alle wissen. Minus wahrscheinlich, so wie bei fast allen. Ja, das, wer weiß. Ne? Da gehört ja auch ein bisschen Können und Analyse im Zweifel dazu. Also wenn ich, aber ich gut, kann ja jetzt, wenn ich tippe, dann gehe ich immer für mich auf Nummer sicher, gucke Heim, Auswärtstabelle, Formtabelle, alles, was es so gibt. Aber es wäre auch zu einfach, wenn es dann nur damit klappen würde. Tja, so ist es halt. Ne? Am Ende kann ein Tor wieder alles zunichte machen. Aber Freunde, trotzdem Risk-Free-Bet. Ihr habt kein Risiko, also seid da auf jeden Fall dabei. Und dann aus Union-Sicht natürlich auch wichtig, was Köln in Augsburg macht. Ja, was glaubst du? Augsburg, irgendwie packen sie es jedes Jahr wieder. Es ist echt, muss man sagen, auch irgendwo beeindruckend. Und Köln, ja, schwebt auf der Euphoriewelle, jetzt wieder 3-1 gewonnen. Ja, die wichtigste Frage, wenn Modest jetzt noch drei Dinger macht, sagen sie, ja komm, dann kannst du jetzt auch deinen Kaffee bewerben. Also ich glaube, Augsburg gegen Köln wird ein 2-1 für Augsburg und machen damit den Klassenerhalt perfekt, weil Augsburg zu Hause sehr, sehr stabil ist, da gute Dynamik entwickelt und ich glaube, dass Augsburg 2-1 gewinnt. Oha, trotz der Kölner Formstärke. Das Augsburg ist, gerade wie gesagt, zu Hause Bayern geschlagen, sie sind zu Hause extrem, extrem stabil und wissen, mit 3 Punkten sind wir so gut wie durch. Und deswegen ist mein Tipp 2-1 Augsburg. Ja, deine Union-Brille lassen wir jetzt mal, die hast du jetzt gerade mal nicht auf. Ne? Wäre natürlich für alle Unioner schön, wenn die Kölner da verlieren. Aber ja, der FC ist wirklich, bringt ja auch gerade die Tugenden, die du dann irgendwie gegen den FC Augsburg brauchst, dagegen zu halten, bringen sie jedes Spiel auf den Platz und haben natürlich dieses Jahr auch wirklich eine spielerische Qualität drin. Deswegen, ich würde einfach mal dagegen halten. Ich würde sagen, der erste FC Köln wird das Ding. Aber schauen wir mal, was das gibt am Wochenende. Und dann geht der Blick jetzt noch für uns nach unten. Bielefeld gegen Hertha. Ja, für Bielefeld eigentlich letzte schon Chance. So gut wie die letzte Chance. Die letzte Chance. Und ich hatte eigentlich gedacht, nach dem 1-4 im Derby, habe ich gedacht, okay, Hertha, das wird sehr, sehr schwer. Haben sich jetzt natürlich mit den 6 Punkten richtig gut gefangen. Und ich glaube, dass das ein 1-1 wird und Hertha das am Ende auf jeden Fall packen wird, die Liga zu halten. Für Hertha wäre das, denke ich, die würden das wahrscheinlich sogar schon mitnehmen, hätten Konkurrenten weiter auf Distanz gehalten. Na gut, und dann ist natürlich aber die Frage, und das wäre dann jetzt unser letztes Spiel, was macht Stuttgart gegen Wolfsburg? Der VfB hat auch das Wasser am Halse stehen. Wolfsburg ist eigentlich durch, können wir glaube ich sagen. 9 Punkte, da wird nichts mehr anbrennen. Ja, aber Stuttgart, die müssen natürlich gewinnen, um irgendwie noch eine Chance auf Platz 15 zu haben. Da bei Wolfsburg die letzten 3 Spiele, was war das, glaube ich, 5-1 verloren, 4-0 gewonnen, 6-1 verloren, 5-0 gewonnen. Also das ist eine brutale Wundertüte, auswärts gefühlt gerade geht gar nichts. Und ich glaube, dass die jungen, hungrigen Spieler von Stuttgart mit einem ausverkauften Haus die Wolfsburger auffressen werden. Und auch da tippe ich einen Heimsieg. Und zwar 3-1 Stuttgart. Ja, ich meine, die Stuttgarter haben natürlich jetzt auch den Vorteil, Marmoush kommt zurück. Natürlich wichtiger Spieler, gerade vorne drin. Gegen seinen Ex-Club sogar, also der wird richtig heiß sein. Deswegen, und Karasor in der Verteidigung kommt auch wieder. Ja, für die Stuttgarter extrem wichtig. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie da einen Heimsieg einfahren. Aber der Druck ist natürlich extrem hoch. Mal schauen, wie sie damit umgehen können. Und über alle anderen Spiele, Freunde, wisst ihr, könnt ihr alles Wichtige lesen auf kicker.de, in der Kicker-App und im Donnerstagskicker. Und jetzt bist du entlassen, Tusche. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Zweitliga-Übertragung dieses Wochenende. Und bist du im Stadion auch bei Union? Nee, ich bin morgen schon in München. Ich habe morgen sind da 5 Spiele freitags, zweite Liga. Deswegen mache ich morgen die Sendung in München und bin dann Samstag Darmstadt gegen Aue. Topspiel, 20.30 Uhr. Freunde, auch schön. Auch schön. Dann wünschen wir dir dabei ganz viel Spaß und ja, vielleicht bis bald mal wieder. Hat Spaß gemacht. Ciao, Marc. Ciao.
Nur noch zwei Folgen Was geht Bundesliga in dieser Saison, Freunde. Und deshalb wollen wir jetzt mal von euch wissen, wie findet ihr eigentlich das Format? Wir machen es jetzt ja schon eine Zeit, aber sagt doch mal, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Zur neuen Saison wollen wir das Ding hier ein bisschen aufpolieren. Und da dürft ihr gerne dran mitwirken. Und damit ihr das alles nicht verpasst, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich auch am Montag Was geht Champions League nicht, die Vorschau auf die Rückspiele der Champions League. Was waren das schon für erste Halbfinals, Freunde? Da könnt es auch in den Rückspielen munter zugehen. Und dann am Dienstag natürlich kompakt auch da wieder der Fokus auf der Euroleague. Und dann heute Abend noch, letzter Hinweis, gibt es einen E-Sports-Talk auf unserem E-Sports-Kanal 19.30 Uhr. Der Titel Fortnite, Schluss mit Bauen, wie verändert das die E-Sports-Szene? Wenn das was für euch ist, schaut da rein. Und dann schönes Wochenende euch. Ciao.